Hallo liebe Leute, willkommen zurück bei Formel 105 und wir gehen zum Grand Prix, Malaysian Grand Prix. Ja, und der Sieger im Jahr 2004, von dem geht das Spiel ja vorher aus, ist M. Schumacher gewesen. 2005 hatte Alonso das Rennen gewonnen in einem Renault. In Melbourne war es ja der Fisichella im Renault, das habe ich ja vergessen nachzureichen. Ja, und wir zeigen mal, wie es denn überhaupt jetzt ausgegangen ist. Letzte Rennen haben wir ja gewonnen. Deswegen führen wir ja hier in der Weltmeisterschaft vor Montoya, Räikkönen und vor Michael Schumacher. Und in der Konstrukteurs-WM sind wir Zweiter hinter McLaren, aber die Saison ist ja noch lang und die Punkte sind ja schon mal wichtig. Ja gut, dann würde ich vorschlagen, wir können uns auch nochmal in den Kalender reingucken. Da kommt jetzt Malaysia, dann kommt als nächstes, was glaube ich, dritter Grand Prix 2005 war Bahrain, bin mir aber nicht ganz so sicher. Aber wir starten jetzt erstmal rein in das Rennen und natürlich auch ins Qualifying. Ich habe den zweiten Controller abgesteckt und habe die Rennlinie rausgemacht. Ich hoffe, dass es rausgemacht hat. Aber den zweiten Controller habe ich abgesteckt, dass der nicht mehr hier uns blockieren kann. Jetzt gibt es ja nur noch einen zuzuweisenden Controller. Sepang International Circuit. Da oben ist immer ein paar Tipps für Fahrtechnik, Rennlinie, Bremspunkte und so weiter. Ja, Punktetabelle kennen wir ja schon. Wir gehen direkt in die Session und zwar ins Samstags-Qualifying. In dieser Folge wieder das komplette Qualifying. Die Rennlänge habe ich jetzt vergessen umzustellen, sehe ich gerade. Das heißt, wir haben wieder 20%. Das gibt dann wahrscheinlich wieder keinen Boxenstopp. Das müssen wir dann in dem dritten Rennen unbedingt noch ändern. Ich habe schon wieder was vergessen, seht ihr mal. Und gehen wir erstmal fahrzeugtechnisch. Da geht es auf jeden Fall auf Geschwindigkeit. Ich glaube, untersteuern ist besser. Ich bin mal ganz sicher. Geschwindigkeit, weich, Kraftstoff so wenig wie möglich. Wenn man die Live-Dynamik. Ja, das ist ein bisschen Getriebe. Das übersetzen wir mal voll. Da brauchen wir schon ein bisschen Geschwindigkeit in Malaysia. So, was haben wir noch in der Aerodynamik? Einschlagwinkel, gehen wir mal hoch, Einschlagwinkel. Gehen wir mal mit wenig Front und wenig Heckflügel an die Sache. Ja, so können wir es lassen. Reifen, mache ich das Qualifying, erstmal der Reifensturz hier nach oben korrigieren. So, mal, das haben wir beides gleich. Trockenreifen und weiche Reifen. So. Denke ich, speichern wir das noch ab. Wer weiß, für was wir das brauchen. Jordan Grand Prix Albert Park. Ja, damit sind wir zurechtgekommen. Speichern wir das zweite Setup hier ab. Wir können das ja immer noch überschreiben, dann später, wenn es mal für die nächste Saison. So. Oh, hier müssen wir die Setups jetzt laden, weil ich sie jetzt verständlich überschrieben habe. So, Odele. Und dann gucken wir nochmal, ist das alles so, wie ich das eingestellt habe. Ihr seht jetzt gerade im Hintergrund, ist gerade jemand auf der schnellsten Runde. Wir springen zu unserer Qualifying-Runde und da kommen wir. Und das Qualifying geht umgekehrt des Rennergebnisses vom letzten Rennen. Also wir starten als Sieger natürlich als Letzter und dann gehen wir mal raus in die Session, Malaysia. Der Kurs ist seit 1999 im Rennkalender
Und ist eigentlich eine Strecke, die wir hier, ja, die Rennlinie ist draußen. Im Vergleich zu Melbourne hat sich das optisch schon mal hier geändert. Zweiter Controller ist auch abgesteckt. Ah, nee. Ah, nee. Scheint offensichtlich ein Fail zu sein hier. Weiß nicht, woran das liegt. Dass da diese Kurve... Ich glaube, das sind die Kurvenindikatoren, ja. Die muss ich dann, glaube ich, ausmachen. Also da wird es noch an der Einstellung zu feilen sein, sehe ich gerade. Ich habe offensichtlich das Gefühl, immer wenn ich in die Randsteine komme, dann kommt diese Einblendung. Wir sehen, dass wir keinen Controller mehr haben. Da muss ich jetzt echt mal gucken, was das ist für eine Scheiße. Ah, das ist nervig, dass das nicht weggeht. Vielleicht hat jemand einen Tipp von euch. Ich habe das noch nie gehabt, das Problem. Aber jetzt, seitdem ich das Let's Play mache, ich glaube, das Formel 1 Spiel will nicht, dass man Let's Playt. Aber mir ist das egal. Ich will das. Und das Formel 1 Spiel hat es zu machen, was ich will. Ganz einfach ist es. Ich glaube, das sind so Indikatoren, die werde ich ausschalten. Verhagelt einem natürlich das Qualifying und später natürlich auch das Rennen von Malaysia. Ich wollte noch sagen, das Rennen von Malaysia ist ein Rennen, das mir eigentlich immer sehr gut gelegen ist in den meisten Formel 1 Spielen. Ungarn zum Beispiel, das ist eine Strecke, die auch noch kommt, die ist mir in jedem Formel 1 Spiel gelegen. Malaysia nicht in jedem, in fast jedem, aber na, Runde absolviert, wieder mit einigen Fails drin und Problemen. Ja, aber wir sind deutlich auch vom Topspeed her. Er hat unser schnelles Setup uns wieder auf die 1 gespült, aber wir müssen mal schauen, ob das auch so bleibt. Das wäre die erste Pole Position von Jordan. Können wir mal die Platzierung im Überblick angucken. Montoya ist wieder Zweiter, Coulthard Dritter, Räikkönen Button, Schumi, Barrichello, Alonso, Massa, Fisichella und so weiter. So, und dann gehen wir direkt weiter ins Qualifying am Sonntag. Fahrzeug-Setups. Sind das immer noch dieselben? Machen wir ein bisschen den Sturz ändern. Und dann gehen wir auf harte Reifen. Getriebeübersetzung passt. Geben wir noch ein bisschen mehr drauf. So, und dann gehen wir mal in die zweite Qualifying-Runde. Natürlich, weil wir das erste Qualifying ja schon dominiert haben, geht's ins zweite. Ja, und dann sind wir schon im Qualifying Teil 2 am Sonntagmorgen. Ich muss sagen, dieser Zeitfahrmodus war eigentlich so das Schlechteste, was die Formel 1 hat machen können. Das hat man ja damals auch nur gemacht, hauptsächlich damit der Michael Schumacher nicht dauernd Weltmeister wird. Und dann ist er trotzdem noch Weltmeister geworden, also es hat nichts gebracht. Bin mal gespannt, was sie dann irgendwann wegen dem Vettel für Regeländerungen einführen noch, um den einzubremsen. Sonst wird er auch noch so oft Weltmeister. Schauen wir mal an, also damals die Formel 1 eigentlich noch relativ interessant. Ich meine, ich gucke sie heute auch noch gern, aber da haben mir auch die Autos von der Optik noch und von der Breite noch besser gefallen damals. Ja, und jetzt sind wir hier. Ich vermeide die Randsteine, um hier keine Einblendung zu kassieren. Ich glaube, die Kurvenindikatoren könnte ich noch ausschalten, dann die Rennlänge noch hochsetzen. Das wollten wir auf jeden Fall noch machen. Und wir sauber in diese Kurve rein, die Gegengerade hier. Leicht auf den Randstein, da kommt es schon wieder. Verbremst. Vertan, das könnte die
Sekunden liegen gelassen haben. Ah, war zu spät gebremst. Ah, Mist, diese Einblendung. Also es ist doch dann schon nervig, wenn man dreimal in Folge diese Einblendung kriegt. Weiß nicht, warum die kommt. Ja, das Qualifying ist zu Ende. Das hat uns wahrscheinlich auch diesmal die Pole gekostet. Und wir sind auf Start. Nein, wir haben die Pole tatsächlich. Erste Pole für Jordan. Für den Beißler. Mit einer Gesamtzeit von 3:29.527. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Montoya Zweiter, Schumacher Dritter, Coulthard Vierter, Klien, Raikkonen, Barrichello, Button, Massa, Fisichella, Heidfeld, Alonso, Villeneuve, Sato, Trulli, Ralf Schumacher, Katigian, Weber, Albers und Friesacher. Ja, beenden wir die Session und dann sehen wir uns gleich zum Rennen. Und dann bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen und bis zum Rennen, euer Bundesbeißler.